begleitet mich heute auf den Ötliberg. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Vlog hier aus der Schweiz und aus Zürich. Unter meinem ersten Video wurde ja gewünscht, dass ich euch mehr von der Natur zeige und den Bergen. Und heute gibt es so eine kleine Version, denn ich fahre jetzt zum Ötliberg. Das ist direkt der Berg hier in Zürich. Ich brauche ungefähr eine halbe Stunde mit der Bahn, muss einmal umsteigen am Zürich Hauptbahnhof und nehme euch mit, zeige euch, wie es da so ist, denn es hat geschneit die letzten zwei Tage. Und es ist so kalt, dass er auch liegen geblieben ist. Also aktuell haben wir -3 Grad. Aber heute Nacht waren es auch -7, deswegen ist mein Atem sehr rauchig. Ja, der Zug kommt gleich und ich nehme euch mit. Die S10 fährt bis zum Ötliberg. Vom Hauptbahnhof ungefähr 20 Minuten und mein Ticket kostet 8,80 Franken. Darum muss ich mich auch noch kümmern, um die Halbtags. Halbtags ist im Prinzip ein Jahresabo, so ähnlich wie die Deutsche Bahn. Card, würde ich sagen, und kostet 185 Franken im Jahr und dann zahlt man halt immer nur die Hälfte für die Tickets. Nicht nur Bahn, sondern auch jetzt zum Beispiel, wenn man mit der Gondel oder so irgendwo auf den Berg fährt oder mit einer Bahn, zahlt man auch nur die Hälfte und die sind halt richtig teuer. Da kann man auch schon mal 50 bis 60 Franken für mal einmal hoch und runter fahren bezahlen. Deswegen lohnt sich dann die Halbtags, wenn man sowas öfter macht. Und ja, wir nehmen ja hin und wieder die Bahn und so, und auch so ein Tagesticket in Zürich selbst kostet ja schon mal 8,80 Franken. Und dann zahlt man halt immer nur die Hälfte. Deswegen, darum muss ich mich jetzt auch noch kümmern die nächsten Tage. Wahrscheinlich mache ich das direkt am Bahnhof. Mal sehen. Ja, also, let's go zum Ötliberg und ich freue mich auf den Schnee. Wir waren ja mal im Sommer hier auf dem Ötliberg und im Winter noch nicht. Und ich wusste nicht, dass es hier einen Schlittenweg gibt. Vom Ötliberg zum Trimli. Keine Ahnung, wo man da unten rauskommt. Aber ich weiß, was ich beim nächsten Mal mache. Ich muss mir einen Schlitten kaufen für Silvester. Und ja, da kann man immer mit dem Schlitten runterfahren. Richtig cool. Also mit der Bergbahn hier hoch oder mit der Bahn hier hoch und dann runter mit dem Schlitten. 3100 Meter ist es lang und 300 Meter nach unten geht's. Richtig cool. Ja, es ist wirklich wunderschön hier. Schon allein die Fahrt hier hoch. Es ist so schön verschneit. Und ich laufe jetzt hoch auf den Aussichtspunkt. Dauert so ungefähr 15 Minuten. Mal gucken, in meinem Wanderstil wahrscheinlich länger. Ich bin nicht die Schnellste, vor allem berghoch. Ja, also ich laufe jetzt zum Ötliberg Kulm. Das ist im Prinzip oben. Und genieße die verschneite Landschaft. Und zeige es euch natürlich auch ein bisschen. Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. In my heart.
gesehen, ich bin oben angekommen. Also der Weg war in Ordnung. Okay. Ist ein bisschen rutschig zwischendurch. Also man braucht schon ein gutes Schneeschuhwerk. Ich überlege mir jetzt auch schon so Stöcke zu holen, weil manche Leute haben hier so Schneestöcke. Und ich habe schon immer Angst auszurutschen oder so. Deswegen, ich brauche noch das richtige Schweizer Winter-Equipment. Ich habe ja gar nichts, weil in Deutschland habe ich sowas nicht gebraucht. Kein Schlitten, keine Schneeschuhe, keine Klamotten in der Richtung. Ja, aber es ist echt schön. Es ist natürlich mega viel los, vor allem beim Glühwein- und Essenstand. Aber gucken, Glühwein kostet hier 7 Euro. Ich glaube, ich stelle mich schon mal gleich an und hole mir einen Glühwein. Hunger habe ich eigentlich gar keinen und ich habe auch was zu snacken dabei. Deswegen, also Essen brauche ich nicht und wir essen auch später dann zu Hause wahrscheinlich. Aber es ist so schön. Also Sonntagnachmittag, strahlend blauer Himmel. Es hat geschneit. Natürlich kommen dann alle in die Berge. Natürlich auch viele Touristen, aber es bietet sich halt an. Ne? Es ist ja relativ nah, man kommt hier relativ schnell hin. Und das ist wirklich wunderschön. Ja, aber beim Runterlaufen werde ich, glaube ich, gleich noch ein bisschen aufpassen, mit dem, dass ich nicht ausrutsche. Aber ich verspreche es nicht. Mal gucken, ob man sich dann, keine Ahnung, hinsetzen kann. Bambi! Weiß auch nicht, was sie darstellen sollen. Die sind hier überall verteilt. Ich glaube, die waren mal, das sollte mal ein Pfeil sein. Aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Hier ist es eine 1. Ist noch mehr an der Seite. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall cool. Mal die Preise fürs Essen. Raclette 12 Franken mit Speck und Zwiebeln. Ich glaube, da sind auch Kartoffeln dabei, weiß ich jetzt nicht. Elbler-Makron, Hauswurst, Kalbswurst, ja, Tagessuppe gibt es hier. Aber ich denke schon, wir nur ein Glühwein. Ja, mein Mikro hat den Geist aufgegeben, der Akku ist leer. Aber ich verstehe mich auch so, denke ich. Ja, das ist jetzt das Ende der Schlange. Und die geht da vorne so einmal rum. Mal gucken. Ich habe jetzt geguckt, wie lange ich warten muss. Jetzt fast 20 Minuten habe ich mich anstellen müssen. Es gibt eine Hauswurst für 10 Franken und einen Glühwein für 7. Also ja, ist schon mega viel los. Mikro wieder ein bisschen aufgeladen. Die Wurst war wirklich sehr lecker. Da waren Pistazien drin. Also sehr, habe ich so auch noch nie gegessen. Und der Glühwein war auch in Ordnung. Ja, ist natürlich der Aufpreis, dass es hier oben auf dem Berg ist. Aber sonst... Ja, zwischen 6 und 8 Franken habe ich jetzt schon Glühwein hier gesehen. Und so eine Wurst, Fleisch ist ja hier immer sehr teuer. So, jetzt zieht gerade eine Wolke durch. Machen wir langsam auf den Rückweg nach unten. Oder wir machen uns langsam auf den Rückweg nach unten. Und mal gucken. Ich hoffe, dass ich nicht ausrutsche. Eben ist schon eine Frau einfach ausgerutscht, weil sie so glatt war. Sah schon sehr schmerzhaft aus. So, zurück am Züricher Bahnhof. Hier ist es Sonntag, aber hier hat alles offen, sogar der Friseur. Also man kann sich sogar hier die Haare machen lassen. Schuhgeschäfte, Taschen, also hier gibt es alles. Ja, einen Schlitten, ich brauche noch einen. ja, jetzt schlendere ich hier noch ein bisschen rum und dann geht's heim. Kaffee oder heißes Schoki habe ich jetzt nicht gefunden, aber dafür habe ich meine, ich habe morgen davon gesprochen, meine Halbtags jetzt gekauft. Man muss dafür erstmal einen Swisspass beantragen, habe ich auch gemacht. Dauert wohl bis zu 12 Wochen, bis er geliefert wird, aber ich habe eine vorübergehende Karte bekommen. Ja, wie gesagt, 185 Franken, ein Jahr gültig. Und ja, meine Bahn ist das auch schon da, deswegen muss ich ein bisschen schneller gehen, aber ja, jetzt geht's nach Hause. Ja, und das war er, unser kurzer Nachmittagsausflug zum Mütliberg. Und ja, war ein schöner Tag. Langsam wird es auch dunkel. Jetzt geht's ab auf die Couch. Muss noch ein bisschen was schneiden, also für YouTube und so, TikTok. Muss packen für nächste Woche, weil am Dienstag geht's ja nach London. Da nehme ich euch auf jeden Fall auch wieder mit der Kamera. Und ich hoffe, dieser kleine Vlog hat euch gefallen. Wenn euch gefallen, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!